Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kardec und Thüring. Ich werde jetzt Kalk zu 29 fahren. Der Kalksteuer ist bereits leer. Aktuell wird noch geflügt auf Feld Nummer 29. Mit zwei Traktoren im Verband. Auf Feld 10. Das ist richtig. Und wir werden jetzt Kalk von 29. Später sind noch ein paar Geräte ausrollen. Den Rest ist noch momentan. Hier von Feld Nummer 12. Das möchte auch noch geflügt werden. Also müssen wir die anderen Fahrzeuge noch versorgen, dass die noch arbeiten können. Dann kann die direkt loslegen. Die Seemaschine noch mal runter. Die Drecke habe ich Richtung Gruppe 1 fahren lassen. Auto heißt. Außerdem wird einige schon in den Schuppen reingefahren. Die Schuppen da schon hier in die Garage, in die Hallen, die großen Häcksler und Anhänger noch reingestellt. Der muss auch noch weggefahren werden. Und wie gesagt, erstmal wichtig, dass wir hier die Arbeit am Feld laufen. Ja, was liegt noch an? Sobald die Temperaturen passen, geht es ja mit der Aussaat los. Feld 38 wollte ich meist aussehen. Ja, und dann mal schauen, noch ein Feld. Ich will mal die Silos testen, also die nun jetzt backfrei sind, weil ich dann Mod drauf, das da zusammenhängt, keine Ahnung. Muss ich sehen. Ja, gehen wir hin. Ne? Diese zwei Felder wollte ich meist machen, so die 38 und dann muss ich darum, was von allen Feldern entsprechend, hier sind keine dann, ob da, ob da nicht vorher Getreide drauf war, ne? Ich glaube 38 war kein Getreide vor drauf. Und woanders vor Ort war, werde ich halt Sonnenblumen oder andere Früchte aufbringen, die jetzt trotzdem gehen, ne? Bei Zuckerrüben lief ja ganz gut letztes Mal ist gut. Alten Karte noch eine V21, jetzt haben wir die V3. Mit Produktion, dann möchte ich das Sägewerk kaufen. Das hatte ich ja vorher auch gehabt. Das wird der Fabrik eigentlich nicht, weil die haben noch reichlich. Und was noch viel wichtiger ist, der Kuhstall müsste ich automatisch, wollte ich gucken. Über die Nacht vorgespult, ob da irgendwo Futter fehlt oder Wasser. So, wie man sieht, ich könnte Weizen und Gerst schon aussehen. Rocken, Fäkale und Dinkel auch. Mohn, ja, das wird alles gehen. Mal schauen. Ne? Karotten, Zwiebeln ist ja neu. Elefantengras auch. Weidegras. Ja, sagt mir so nichts. Aber anscheinend auch noch Klee, Duzerne, Mohn, ne? Normales Gras bei 3 Grad, na gut, da ist man nicht ganz pappeln, das ist auch nicht ganz Macher sein, ne? Das ist. Aber andere geht schon. Tiere, so. Oh, ich hab Nachwuchs gekriegt. Nachwuchs, Milch, wollen wir auch wieder mal sehen, ob wir Verkauf kriegen. Vielleicht fahre ich eine Verkaufstour ein Richtung Futterfabrik. So, und das sind jetzt meine männlichen Tiere. Da habe ich jetzt ja nun die weiblichen rausgenommen, hoffe ich jedenfalls, dass so ist, ja, keine Rolle. Und hier will ich in Zukunft alle Weibchen drin lassen, weiblichen Tiere. Und irgendwann, wenn sie alt genug geworden sind, ne, also bei 8 Jahren, dann müssen sie auch spätestens weg. Anführungszeichen. Wenn jetzt hier männliche Tiere bei sind, dann wegen Einwelt nicht losfahren, ne, aber da war irgendwas bei. Jedenfalls, wenn sobald ich männliche Tiere sehe, 2, 3, 4 oder so, dann gehen die Zeug in diesen Stall hier. Nee, da. Und die kommen nachher zum Schlachthof. Den Schlachthof will ich aber auch später kaufen. Vielleicht kaufe ich vorher noch Schweine. Mal sehen. Sorgen wir dafür, wenn das die Kollegen arbeiten können. Und dann können wir noch mal loslegen, irgendwo Weizen und Gerste. Brauchen wir für
für die Marsch, denke ich mal wieder. Da wird man sicherlich einiges. Ja, hier hatte ich geflüchtet, obwohl nicht notwendig war, habe ich abgebrochen. Jetzt haben wir auch. Ja, gut. Und erst bei der Aussaat ist ja nicht mehr zu sehen. Ne? Wird nicht sein, muss nicht sein. Hier muss ich mal gucken, was hier überhaupt drin war. Aber das können wir ja sehen, wenn wir raufgehen oder wenn wir jetzt direkt gucken, wo der ist. Der Kalker hier. Schlägt aus. Guck das unten, ne? Ja, ja, das ist typisch. Machen wir so raus. Ausfahren, ne? Ich kann ja während der Fahrt überbunkern, das geht ja. Ich habe extra aufgelassen, deswegen. Ich fahre einfach daneben in eine Fahrtrichtung und dann wieder. Dann brauchen wir nicht aufsteigen und vor allen Dingen nicht entlassen und so, ne? Wir müssen halt parallel fahren. Das geht. Ist ja keine Kollision hier. Ist ja gleich wieder Gas, ne? Wenn er schnell fahren will, gehen würde, dann wäre es ruckzuck. Das ist ungünstig, wenn ich wenden will, ist blöd. Aber wir warten mal einen Augenblick, blockieren wir durch. Ja, durch den Reifen. Das bei mir ist ja das Minus, was zu sehen ist. Also um die 30.000 gehen rein. So. Gewinnen wir ein bisschen, ne? So, dann kann er hier stehen bleiben. Wir müssen ja bei Gelegenheit wieder. Also ich kann nicht wetten. Oh, sein Bruder. Ach, hier wird er sicherlich vorbeikommen, oder? Also, lieber der Anstellung von der Kalkbrühe am Rand am besten. So. Dann gehen wir ganz kurz zum Hof zurück. Wir laufen nicht, ne? Das werden wir hier schön sein lassen. Das dauert zu lange. Und das muss hier alles noch weg. Die ganzen Fahrzeuge und Geräte. So, der hat nun. Da können wir noch reparieren und der Tank ist nicht so wichtig. Der Tank ist ja voll. Wir werden hier nochmal die ganzen Seemaschinen da runternehmen. Und Anhänger, wenn ich den LKW wieder näher habe, und gucken, ob ich hier das Mods sind. Ne? Also die Grünen habe ich keine Mods. Weil die können dann kein Mais, ne? Aber Mais machen wir aktuell nicht. Und das ist jetzt noch zu kalt für. Das muss schon ein bisschen wärmer sein, ne? Zumindest. Wo die Silo die auch voll machen, wenn es geht. Ich weiß aber nicht genau, ob das Backel ist, ne? Weil die mittlere, also das linke auf jeden Fall. Das können wir machen. Hier ist nicht Kalk und Dünger drin, ne, Kalk nicht, Dünger und Saatgut. Hatte ja mal aufgefüllt. Also, für Abstürze ist verantwortlich. Oh, Quatsch, das ist kein globaler Markt. Die einzige Gegenmaße, die wir machen kann, man kauft immer nur eins ein und fährt dann entsprechend ins eigene Lager. Und wenn es fertig ist und man braucht das nicht mehr, kann man es wieder zurückverkaufen. Oder man fährt komplett leer und dann kann man das nächste einkaufen. So habe ich das Problem gelöst. Ob es nun daran liegt, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt festgestellt, dass es auf einem anderen Punkt was gibt. Also zum Abfüllen, in Anführungszeichen. Könnte auch eine Lösung sein. Aber, wie gesagt, kann es nicht genau sein. Ich möchte aber vermeiden, extra Gebäude zu bauen. Also das passt irgendwie hier nicht rein. Und dann sieht schlecht aus. Ne? Ich wollte so wenig wie möglich separat was bauen. So, die beiden können alle gucken, ob die das alles können. Ja, normal schon Zuckerrohr. Pappeln, Karotten, das ist ein Modgerät. Boden könnte man einpflanzen, wie soll ich? So. Machen wir Licht aus, ne?
Nee, Licht nicht. Draußen. Abhängen. Kabel. So, nächste Gerät. Das ist, glaube ich, nur für Getreide. Nur mal schauen, wo die anderen Traktoren sind. Die beiden ohne Fahrerkabine. Die können nicht die Autos ganz gut machen. So, gucken mal durch, ob die Dinkel, warum die können auch. Das anscheinend sind auch Mod-Geräte. Könnte sein. Bin mir nicht ganz sicher. Aber muss ja anbieten, sonst wird es ja nicht gehen. Durchdrehende Reifen. Mal ganz kurz mal reingucken. Eigentlich waren hier zwei Fahrzeuge. Wo könnte das beide sein? Moment. Ich habe schon viele Sachen erlebt, also von daher traut denen alles zu. Ah, das sind zwei. beide auf einen Haufen kann man nur einen erkennen, ne? So, wen habe ich nun gefecht? Den linken oder rechten? Eigentlich sollten die sich nicht in die Quere kommen. Weil. Lass mal an. Ah, ein bisschen kurz. Ja, okay. Das ist ein bisschen blöd. Dann müssen wir kurz warten, bis die sich da wieder wissen. Das ist jetzt bestimmt der rechte, ne? Ne, der linke. Ja, gut. Lass den mal vorausfahren. Das ist ja im Grunde egal, hauptsache die haben einen Vorsprung. Oh, eigentlich bin ich rein und links. Verbandflügen geht normalerweise ganz gut. Oh, wird größer. So geht sogar mehr aus. So. Machen wir 400 Meter. Gucken, wo ist. Der linke. So. Mal irgendwie mal schauen. So, der links ist da. So. Ja, das kann vielleicht sein, dass es ungünstig ist. Ne? Dann müsste ich den mal kurz rausnehmen. Wie lange rechnet, können wir rausspringen. Der linke soll zuerst fahren. Dach. Lassen. Hier machen wir kurz Platz. Und lassen wir hinterher fahren, das ist besser. Aber der Sprit reicht noch. So, dann müssen wir eigentlich rechts fahren. Die Richtung richtig. So, rechts gehen wir hier auch auf 400 Meter. Ging früher, glaube ich, nur bis 200 Meter. Ich habe noch eine ältere Version, aber es kann natürlich auch sein, dass es schon andere gibt. Wenn eine Version ganz gut funktioniert, dann soll man nicht unbedingt sofort wechseln. Ne? So, jetzt rechne ich gerade durch. Jetzt passen wir ein bisschen auf.
da ist jetzt drinnen der Abstand. Das soll ja gerade nicht passieren. Gut, haben wir Glück gehabt. Boah, dieser Flug sieht komisch aus. Ist aber Standardflug, ne? Dürfte gleich loslegen. Und den schauen wir nochmal genauer an. Ja, doch, passt. Ich schaue ein bisschen links rein, FPS, und ein bisschen mal kontrollieren. Wo ist hier ganz gut im Hof, ein bisschen knapp. Aber wo geht's? Gut, das läuft jetzt. Hoffe jedenfalls, ne? Dann gehen wir zurück. Solange die im Kreis fahren, geht's immer. Aber wehe dem, das geht hoch und runter, ne? Aber jetzt lange Wege ist besser. Zum Anfang war so kurz. Die wird genau das Problem werden. Aber da schauen wir später mal nach. So. Springen wir zurück. Den Boden können wir stehen lassen. Den brauchen wir zum Flügen. Und hier wollte ich eigentlich noch düngen. Die Wiesen noch gedüngt werden. Stress. Fliegen wollte ich nicht. So. Da haben die Kühe genug Wasser. Nicht genug guckt. Hier oben. Wasser ist halb voll. Futter ist voll. Und zwei. Futter ist ausgefüllt. Wasser und es geht. Okay. Alles grün. Kann ich morgen mit Batun. Der eine Stall hat ja eine Fütterungsanlage. Da muss ich nur den Bunker nachfüllen. Ne? Und da hält es eine Weile vor. 120.000 Liter gehen rein. Und da habe ich noch einen Hänger mit Strohballen zu stehen. Also. Quatsch, mit Heuballen und Silageballen. Das hatte ich mir ja zugekauft. Aber jetzt habe ich im globalen Markt hier auch Silage drin. Könnte ich sie noch mal einkaufen. Das würde ich aber zur Not ja, mit einem LKW machen und selber fahren. Das ist verschluckt. So, liebe Schauer, dann soll es auf Fall schon gewesen sein. Verdammt, das geht schnell. Ja, das ist ein Neustart von neuen Aufnahmesession. Dann noch ein Dank fürs Reinschauen. Und ja, morgen geht es hier weiter zum Arsch. Quatsch, in Thüringen. Schon durcheinander. Bis soweit. Reif für die Rente. Tschüss. Und noch ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen.